Jeder hat diesen einen Freund, der im Winter immer in kurzer Hose rumläuft. Und dieser eine Freund, der bin ich. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das kann. Dieser Winter ist mein 10-jähriges Jubiläum, dass ich das ganze Jahr über in kurzer Hose rumlaufe. Selbst bei minus 20 Grad im tiefsten Winter laufe ich auch in kurzer Hose rum. Sogar im Frühling und im Herbst und auch im Sommer, da laufe ich auch in kurzer Hose rum. Und in diesem Video wollte ich euch meine Erfahrung dazu mitteilen. Wie und warum ich in kurzer Hose rumlaufe. Und warum so lang und Vorteile und Nachteile und so weiter. Genau, das wollte ich euch mitteilen. Und zwar, das hat damit begonnen, dass ich seit der Jugend das Feiern gehen geliebt habe. Und beim Upsteppen hat mich das jedes Mal so richtig genervt gehabt, dass wenn ich eine lange Hose an hatte, dass der Hosenbein unten immer ganz schnell dreckig wird. Und beim Tanzen wurde mir auch immer wieder ganz schnell warm an dem Bein. Und somit habe ich dann jedes Mal, kurz nachdem ich die Disco betreten habe, die Hose hochgekrempelt. Also zu einer kurzen Hose umfunktioniert. Da ich nach der Diskothek die winterliche Kälte aufgrund des Alkohols immer weniger bemerkt habe, kam es immer öfter vor, dass ich in die Hose einfach hochgekrempelt gelassen habe und genauso mich auf den Nachhauseweg begeben habe. Da es aber immer wieder öfter vorkommt, dass ich unterm Vollsuff dann irgendwo in irgendeinem Graben gelandet bin oder in irgendeiner Bushaltestelle eingepennt bin oder so etwas, hat das manchmal Stunden gedauert, bis ich zu Hause angekommen bin. Und genau, und das bei der Kälte, deswegen haben sich meine Beine irgendwie immer stärker daran abgehärtet. Ja, und dann kam ich dann irgendwann auf die Idee, mir selbst eine Challenge zu setzen, ob ich das schaffe, einen gesamten Winter lang in kurzer Hose durchzuhalten. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber genau, ich habe das einfach gemacht und ich muss sagen, das war wirklich extrem hart gewesen. Das war eine richtige Herausforderung. Also zumindest im nüchternen Zustand war es eine richtige Herausforderung gewesen. Und ich habe da so richtig viel gefroren und das war richtig kalt gewesen und so weiter. Und ich bin da auch sehr oft krank geworden. Ich war, keine Ahnung, vier Mal erkältet gewesen oder so. Und ich glaube sogar einmal eine Grippe gehabt deswegen. Aber mein Ehrgeiz, der war so groß gewesen, dass ich das einfach trotz Krankheit und trotz, dass ich die ganze Zeit gefroren habe, einfach weiter durchgezogen habe. Bis dann irgendwann der Frühling kam und dann hatte ich irgendwie so ein Stolzgefühl gehabt. Und genau, und seitdem an habe ich das so beibehalten. Als der zweite Winter kam, da musste ich feststellen, dass das zwar auch herausfordernd war, aber nur halb so stark herausfordernd wie im ersten Winter. Also sprich, da hat sich was auf jeden Fall in meiner Abhärtung getan. Und ich wurde am zweiten Winter, ich glaube, nur ein einziges Mal krank. Und als ich den zweiten Winter durchgezogen hatte, dann habe ich das weiterhin so beibehalten. Und am dritten Winter hatte ich null Probleme mehr mit der Kälte gehabt. Also mir wurde nie kalt an den Beinen. Also bis heute nicht. Das wäre für mich ein Fremdwort gewesen, dass mir irgendwie noch kalt an den Beinen sein sollte. Also komplett abgehärtet und das fühlt sich auch so richtig durchblutet an jedes Mal. Also meine Füße sind auch normalerweise immer warm. Außer wenn jetzt zum Beispiel die Schuhe viel, viel zu dünn sind, bei Minusgraden oder so. Aber nee. Und ich muss sagen, ich bereue gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ich fühl mich durch die kurze Hose viel, viel freier, abgehärteter, durchbluteter und gesünder. Also es ist einfach geil und ich friere auch kaum und kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Und durch die vollständige Abhärtung wurde ich seitdem an fast nie krank. Vielleicht alle 2 bis 3 Jahre mal so eine mäßige Erkältung, die nach ein paar Tagen wieder verschwunden ist oder so, aber vielmehr auch nicht. Und eine richtige Grippe, ich hatte nämlich früher mehrfach Grippen gehabt, aber in den ganzen letzten 10 Jahren habe ich keine einzige Grippe mehr gehabt. Das ist voll geil. Das ist richtig geil, wenn man keine Grippe oder sowas bekommt. Das ist empfehlenswert. Und wisst ihr, was ich geil finde? Wenn meine Finger kalt sind, dann brauche ich die nur an meinen Beinen da dran halten. Und dann werden die warm, weil meine Beine dauerhaft vollkommen durchblutet sind. Auch bei Minusgraden. Sind die voll durchblutet und warm. Kann ich meine Finger werben, das ist voll geil. Die sind immer richtig glühend warm. Also bisher hatte ich eigentlich nur Vorteile gehabt.
mit kurzer Hose das ganze Jahr über. Also auch gesundheitliche Vorteile. Aber einen Nachteil gibt es, und zwar ich hasse lange Hosen. Die sind richtig ekelhaft. Wenn ich eine lange Hose anhabe, zum Beispiel wegen einer Wohnungsbesichtigung oder Bewerbungsgespräch oder so etwas, dann ziehe ich dann eine lange Hose an, damit ich, genau, wenn ich mich da verkleiden muss und sowas, so mit Hemd und lange Hose, dann hasse ich diese lange Hose und ich verteufel die. Die ist richtig, das fühlt sich dann richtig ekelhaft an. Wenn da so ein Stoff dann über dem Bein rumhängt, das gefällt mir nicht. Das ist der einzige Nachteil eigentlich. Aber sonst habe ich nur Vorteile gefunden. Es sei denn, wenn ich dann später irgendwann älter werde, also ein höheren Alter erreicht habe, dann weiß ich halt nicht, wie es dann da mit der Gesundheit aussieht. Ob ich da irgendwie eventuell gesundheitliche Einbußen bekommen könnte, also an den Beinen, dass ich da irgendwie Probleme bekommen könnte mit den Knochen oder so, weil die halt dauerhaft diese Kälte ausgesetzt sind. Oder im Gegenteil, was ich auch viel stärker einschätzen würde, weil meine Beine sind ja dauerhaft durchblutet durch die Abhärtung. Und deswegen ist mir auch eigentlich nie kalt. Und keine Ahnung, das wird sich auf jeden Fall im Laufe des Alters bemerkbar machen. Aber keine Ahnung, schreibt mir das gerne in den Kommentaren drauf, falls ihr älter seid und irgendwie Erfahrung damit gemacht habt. Ob es da eventuell im Laufe des Alters gesundheitliche Einbußen gibt oder eben halt nicht. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ah, und mir ist noch ein Nachteil aufgefallen. Und zwar, ich hatte mal den Fall gehabt, dass es minus 20 Grad war. Und ich war mal feiern gewesen. Und nach der Party war ich auf einem Chill-Out gewesen. Und nach dem Chill-Out habe ich den letzten Zug genommen. Und der letzte Zug, der hatte Verspätung gehabt, sodass ich den letzten Anschluss nicht bekommen hatte. Und da saß ich dann in Buchholz an der Nordheide fest, bei minus 20 Grad. Und ich glaube, ich musste, weiß nicht, 4-5 Stunden oder so auf den ersten Zug am nächsten Tag warten. Und ich saß da die ganze Zeit in kurzer Hose, regungslos rum. Und weil ich mich dann nicht bewegt hatte, sondern die ganze Zeit da saß, da sind bei mir tatsächlich Frostbeulen an den Schienenbeinen entstanden. Und das hat richtig extrem heftig gebrannt gehabt. Also gut, da irgendwann heilte sich das ab, aber das hat ganze 2 bis 3 Monate gedauert, bis sich das irgendwie vollständig abgeheilt hat. Es hat total gebrannt und geschmerzt, als wenn jemand mit einem Feuerzeug dran gehalten hätte. So hat das wehgetan. Das war richtige tödliche Haut gewesen. Das war richtig ekelhaft. Das war genauso ekelhaft, wie wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf hier zu drücke und dann so mache und noch mehr drücke, dass dann diese ganzen Gehirnzellen rausspritzen. So ekelhaft ist das. Also wenn ich jetzt ganz fest drücke, passiert das dann. Ich habe keine Ahnung, wie bei euch die Erfahrung mit Thema Abhärtung aussieht, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, egal mit welcher Methode, ob man jetzt zum Beispiel im Winter in T-Shirt rumrennt oder barfuß oder man regelmäßig Eisbaden geht oder wie in meinem Fall das ganze Jahr über in kurze Hose rumrennt. Abhärtung ist auf jeden Fall immer gut, ist super für das Immunsystem, sodass man dann hier so ein Schutzschild aufgebaut hat, dass man bloß kaum krank wird. Und hier, guck mal, ich habe hier einen Bier-Power-Tanktop. Den habe ich schon wieder an. Und den habe ich mir bei Amazon gekauft, weil das ist von Marke Natururin. Ich habe das zwar schon mal gezeigt gehabt, aber für Leute, die das noch nicht wissen, die neu dazugekommen sind oder so, das habe ich mir bei Amazon gekauft. Und diese Bier-Power-Tanktops, das habe ich schon mehrere Leute gekauft. Das finde ich voll cool, ich mag das. Und deswegen werde ich euch diesen Link zu diesen Bier-Power-Klamotten, es gibt da sogar T-Shirts und Pullovers, gibt es auch noch, den werde ich euch unten in der Beschreibung als auch in angepinnten Kommentar verlinken. Und darauf, dass ich euch diesen Bier-Power-Tanktop hier schon wieder gezeigt habe und den Link da unten reingesetzt, werde ich jetzt rausgehen und erstmal ein paar Bier-Powers machen gehen.
Niklas! Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 3 Premium Kanalmitgliedschaft. Ich grüße dich, der Läufer. Vielen Dank für deine Treue, dass du ganze 12 Monate lang Stufe 3 Premium Kanalmitglied bist. Guck mal, ich mache hier gerade einen Spaziergang. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das kann. Die Kohlrouladen schmecken scheiße.